Guten Abend, liebe Trader, herzlich willkommen zu unserem Marktüberblick heute am Montagabend, dem 28. November. Sorry, gestern war ich in der falschen Woche, offensichtlich in der falschen Übersicht. Also es steht doch einiges an in dieser Woche, nämlich am Mittwoch hier erwähnenswert haben wir einmal neben den Job Offerings hier die offenen Stellen. Haben wir abends eine Rede von Jerome Powell und der Konjunkturbericht, das sogenannte Beige Book. Am Donnerstag haben wir PCE-Preisindizes sowie die Erstanträge Arbeitslosenhilfe. Danach haben wir dann nochmal den ISM-Einkaufsmanager-Index und am Freitag dann die Non-Farm-Payrolls. Das heißt, es ist diese Woche jede Menge an wichtigen Daten ab Mittwoch. Und wenn wir uns die Märkte anschauen, die scheinen also bereits hier in die Korrektur zu gehen. Denn, wie ich ja gestern auch gesagt habe, der Trend ist weit fortgeschritten. Wir sind hier bis ans 76er Retracement gelaufen. Diese Kerze hier hat schon mal etwas signalisiert, dass hier gegebenenfalls der Trend erstmal vorbei sein könnte. Dann haben wir hier kein neues höheres Hoch erreicht, wobei eben halt diese beiden Tage ja hier geprägt waren. Das ist ein Future hier, das heißt geprägt war von den Feiertagen in Amerika. Aber heute sehen wir hier kräftig nachgebende Kurse. Wichtig wäre jetzt, um den Aufwärtstrend nicht zu gefährden, dass der Markt hier eben halt nicht unter diesen Bereich rutscht, 3,910 ungefähr im S&P 500 Future. Sollte er das tun, ist es wahrscheinlich, dass wir hier eine tiefere Korrektur und keine Trendfortsetzung bekommen werden. Sollte der Markt hier oben doch wieder erwartend quasi rausgehen, also beziehungsweise seinen Trend fortsetzen nach diesem Korrekturtag, dann könnte er einmal hier bis zu dieser Abwärtstrendlinie oder eben halt bis zu diesem Bereich hier als erstes Ziel laufen. Ja, der Nasdaq hat hier eben halt, ja, wenn man sich das anschaut, im Prinzip eine Seitwärtsrange ausgebildet. Hier hat er noch einmal versucht, oben rauszukommen, aber er läuft eigentlich mehr oder weniger hier in dieser Range. Wenn wir uns das mal anschauen, eine Sekunde, kurz mein Zeichentool holen. Also im Prinzip, wenn wir mal diesen Bereich oben rauslassen, dann läuft der Markt eigentlich in dieser Range hier. Und jetzt ist die Frage, wohin bricht er aus? Bricht er nach unten aus? Bricht er nach oben aus? Man geht ja davon aus, dass der Trend sich immer länger fortsetzt, als dass er bricht. Allerdings hier muss man natürlich das Gesamtbild anschauen und das Gesamtbild ist ja weiterhin noch negativ. Das heißt, wir haben hier zwar, ich sag mal, auf Wochenbasis ein höheres Hoch. Allerdings ist natürlich immer noch der Nasdaq hier nicht aus dem Gröbsten heraus. Also ich bin gespannt, wie sich das hier auflösen wird. Ob wir hier drunter gehen, unter 11,5 ungefähr, dann können wir hier sagen, dass der Aufwärtstrend erstmal vorbei ist. Sollte der Markt nach diesen Korrekturtagen hier rübergehen über 11.940, dann wissen wir, der Trend setzt sich erstmal fort. Aber China hilft dann natürlich überhaupt nicht mit seiner Wahnsinnspolitik. Es fehlen einem da eigentlich die Worte zu und offensichtlich findet die Börse das auch nicht besonders lustig. Nun sehen wir hier im Dow Jones, dass der Markt eben halt hier einfach wahnsinnig weit gelaufen ist, sodass eben halt hier eine Korrektur wirklich sehr auch notwendig war. Wie wir sehen, ist der Markt hier genau bis an dieses hochgelaufen am Freitag und hat aber jetzt hier es im Moment zumindest noch nicht geschafft, ein höheres Hoch zu erreichen. Und so eine Kerze ist auch erstmal eine Aussage, denn wenn wir uns das anschauen, Korrekturtage machen in der Regel immer, ein Mehrfaches der vorherigen Aufwärtsbewegung wieder wett. Und so sieht man das auch hier, dass also jetzt mehr als drei Tage aufwärts, kleine Aufwärtsbewegung hier wieder abverkauft wurden und wir jetzt eigentlich ungefähr am Stand vom 22.11. sind. Aber wie gesagt, der Markt eben halt extrem weit gelaufen, ja. Von daher, wir sind ja jetzt hier noch nicht in einem neuen Bullenmarkt. Das heißt, man muss natürlich hier schon auch mal die Kirche im Dorf lassen. Der Markt hat viel erreicht und von daher ist eine Korrektur hier auch
sehr gesund. Nochmal ein Blick hier auf den Russell 2000, dem ja häufig ein vorlaufender Charakter nachgesagt wird, weil er hier der breiteste Index überhaupt ist. Und hier können wir sehen, dass wenn eben halt der Markt hier unter diesem Bereich läuft, bei ungefähr 1820, dann ja, haben wir hier erstmal ein Gegensignal bzw. ein Signal in übergeordneter Trendrichtung, nämlich übergeordnet Short. Das hieße dann, dass das hier erstmal nur eine Korrektur war und der Markt hier jetzt im Moment erstmal tiefer will. Danach muss man dann schauen, was dann passiert, ob wir dann tatsächlich nochmal einen Angriff auf die Jahrestiefs bekommen oder ob der Markt dieses Mal tatsächlich hier irgendwo einen Boden findet, kein neues Tief ausbildet und dann wieder anfängt drauf zu laufen. Ja, der DAX eben halt, der wird natürlich morgen nochmal die Bewegung von heute von den Amerikanern hier nachvollziehen, denn der deutsche Markt hat hier schon längst zu. Und aber auch hier kann man einfach sagen, der DAX ist wahnsinnig gelaufen. Es ist quasi nach diesem Signal 1, 2, 3, die vierte Bewegung. Also aus meiner Sicht ja, korrekturreif. Und jetzt sehen wir hier die amerikanischen Zinsen. Da können wir im Moment noch nicht viel rauslesen, denn der Trend hier, der kleine Aufwärtstrend hier, den wir hier sehen, seit, ja, seit dem 21.10., der ist im Moment noch intakt. Allerdings, wie gesagt, liegen hier jede Menge Widerstände auch bei einer übergeordneten Short-Situation hier vor dem Markt. Im Öl haben wir heute einen Trade in den Gewinn gebracht, als der Markt hier unter diese Tiefs geschaut hat, haben wir hier unsere Position im Gewinn geschlossen. Das hat sich bis jetzt auch als sinnvoll erwiesen. Und jetzt warten wir ab auf eine Korrektur und schauen, was der Markt danach macht, ob er nochmal wieder weiter runter will. Das werden wir dann nach Abschluss der Korrektur sehen. Im Gold muss ich einmal den Chart hier richtig einblenden. Entschuldigung, das ist der falsche Chart. Hier im Gold sind wir gerade. Ja, da sehen wir eben halt aufgrund ja, des etwas erstarkten Dollars heute, dass auch hier Gold ja, ein wenig zu leiden hat. Und wichtig wäre jetzt für den Aufwärtstrend, dass hier diese 1732 nicht unterschritten werden. Aber man muss natürlich auch sagen, so richtig schön ist das hier nicht, was Gold gemacht hat. Gold hat hier zwar den Dreifachboden ausgebildet, hat auch hier das Hoch aus der Abwärtsbewegung herausgenommen. Aber ja, diese bullische Kerze hier, die scheint sich hier noch nicht so richtig zu entfalten. Und ja, jetzt muss man sehen, wie sich das hier weiterentwickelt. Heute Abend kommen die neuen Daten aus dem COT-Report, die die Positionierung der großen Marktteilnehmer uns zeigt. Und dann werden wir mal schauen, was man hier im Gold machen kann mit der Position. Im Euro-Dollar haben wir heute hier sowas wie eine kleine Bullenfalle gesehen. Also der Markt ist hier oben noch einmal ganz kurz rausgepiekt und ist dann abgedreht nach unten. Und ja, jetzt im Moment als Trader auf der Long-Seite, da legt man ja in der Regel hier seine Targets an diese Hochs. Manche legen es drüber. Ja, ich bin eigentlich eher so ein Freund, dass ich es halt so mitten reinlege in die Hochs oder gegebenenfalls bei einer teilbaren Position ein Stückchen rüber oder und dann eben halt die andere Hälfte der Position zum Beispiel hier in diesem Bereich. Ja, und ja, jetzt sehen wir hier eine Korrektur und auch da wird jetzt, also diese Kerze ist natürlich auch eine starke Aussage, denn wir haben hier oben, wir sehen hier oben, dass hier stark verkauft wurde und im Moment hier auch ja, keine Käufer in den Markt reinkommen. Das heißt also, wir müssen schauen, wie sich das hier entwickelt, aber der Aufwärtstrend im Euro könnte hier jetzt erstmal vorbei sein. Also in dem Sinne, ich wünsche euch ja, morgen einen guten Dienstag und wir hören uns dann morgen Abend wieder, weil ich jetzt diese Woche mal testen möchte, wie es ist, wenn ich abends die Videos aufnehme und meine anderen Trades abends alle für den nächsten Tag vorbereite. Macht's gut und bis morgen. Tschüss.